Rocketman! Hier hat unser lustiger Seppo mitten im Scheißhaus in Borderlands 2 ein neues Spielzeug gefunden. Ein Raketenwerfer, der einfach mal mehr Schaden macht als sämtliche Raketenwerfer, die er schon gesammelt hat in seiner Raketenwerfersammlung. Ja. Ja, ja. Wie viel macht er jetzt? Ich glaube 52.000. Ich muss mal gucken. Ja, 52.410. Also das ist ungefähr das mehr als, keine Ahnung. Oh, da ist was Blaues. Das ist eine Pistole. Ich nehme die trotzdem mal. Ah, ich bin voll. Nimm die mal zum Verkaufen. Zum Verkaufen? Ja. Ich brauche doch kein Geld. Ich habe doch genug. Ja, ich brauche Geld. Ich schicke dich auf die Straße, dann bekomme ich auch Geld. Alter, ich muss erstmal umskillen. Ja. Ich fühle mich irgendwie leicht behindert hier mit dieser Skillung. Ich sag jetzt nicht, dass ich auch das Gefühl habe, dass du leicht behindert bist. Ich denk's mir nur. Alter, mach mal geil, mein bisschen Behinderte. Das ist nicht. Oh, guck mal, hier ist. Ja, Secret. Da muss man hier wieder das Kabel verfolgen, glaube ich. Ja. Das ist irgendwo da oben. Ja, find the wire. Ja, es geht dahinter. Und dann, ach Mann, Alter, das ist ja voll weit. Oder es ist, nee, Moment, brauchst du ja gar nicht, es geht hier weiter. Ja, aber wir wollen doch das Secret uns holen. Ja, oder? Aber das Kabel geht hier weiter und es geht da hoch. Ach so, ja, das rote. Es gibt hier zwei Kabel, warte mal. Ich guck mal hier, ob hier vielleicht irgendwas ist. Ich bezweifle es zwar, aber jetzt hat mich die Secret Hand Last eingeholt. Achso, von hier sind wir gekommen vorher. Ich habe hier erstmal einen Raum gefunden, der auch mehr oder minder Secret war. Aha. Den musste man nämlich mit dem Knopf aufmachen. Ja, hier ist das Zeug noch an. Und hier gibt's auch Kisten. Okay, dann lootet doch mal. Ich habe eh keinen Platz mehr. Ja, ist aber nur so Muni-Kack. Folgst du dem roten Kabel? Im Moment folge ich gar nichts, weil ich hier, wie gesagt, in diesem Raum drin bin. Ich guck gerade, wie ich da hochkomme. Warte mal, ich komme. Da komme ich hoch. Da ist die Treppe. Ah, okay. Ich folge mal. Ja, jetzt hat uns gerade die Secret Hand Sucht geschnappt. So, dann geht's da hoch. Ach, da hinten, genau. Ich sehe es auch. Und dann geht das Kabel da runter. Und hier ist ein Hebel. Da kann ich schon mal Hebel hebeln. So, bumm, Hebel habe ich gehebelt. So, jetzt können wir uns die dicke Kiste da schnappen. Das ist ja super. Ja, und wer hat's gefunden? Inspektor Sless. Ja, Inspektor Columbo hat's gefunden. Warum hast du übrigens null Leben? Hast du überhaupt keine Form, Leben zu regenerieren? Doch, wenn ich jetzt vorzeitig nachlade, kann ich voll jetzt machen. Hier gibt's nur irgendwelche komischen Waffen. Mein Stuhl fällt gerade auseinander. Was ist das denn? Hilfe! Alter! Was machst du, Mann? Weiß ich nicht, meine Armlehne fällt gerade vom Stuhl ab. Ich hab die so mehr oder minder in der Hand. Das macht mir jetzt gerade ein bisschen Angst. Scheiße. Muss ich mal irgendwann mit dem guten Imbusschraubenzieher. Jeder erfahrene Heimwerker wird jetzt wissen, wo ich den Schuh her habe, wenn ich Imbusschraubenzieher sage. Imbusschlüssel. Muss ich mal nachimbussen. Huch. Ja. Bist also auch so einer, der sich seine Bude mit IKEA einrichtet und sich dann selber einredet, dass es nicht nach IKEA aussieht. Ich bin da eher pragmatisch, also Hauptsache, es ist einigermaßen bequem und funktionell. Kann mal hier, oh guck mal, da kommt ein dicker Skorpion. Ich sehe nichts, weil ich habe gerade Spinnenleben auf die Brille. Ja, die Waffe ist schön hier. Der Raketenwerfer ist echt genial. Ach, da ist noch so ein Dicket, Elite-Mob. Ja. Ding. Auf den habe ich schon drauf geholzt. Alter. Ich mache Schaden, aber er stirbt einfach nicht. Ja, das gibt's doch nicht. Du stehst bei mir noch, obwohl du tot bist. Ja, das ist schön. Jetzt hast du ihn getötet. Ja, ich rest dich mal eben. Ja, mach mal. Ah, dieser giftige Typ da, der... Ach so, wieso mache ich denn überhaupt keinen Schaden? Keine Ahnung. Vielleicht musst du dich echt mal dringend wieder vernünftig skillen. Ja. Das wäre vielleicht nicht verkehrt.
Nach der Mission hier können wir ja uns mal teleportieren, oder? Ja, wie gesagt, offscreen, dann mal fix umskillen. Ich muss erst mal gucken, was ich skill, wie ich skill, warum ich skill. Ich weiß ja, gar nicht. Skill dich einfach so wieder ich vor. Kann euch auch sagen, warum ich jetzt so geskillt bin. Das war ja die lustigste Geschichte. Das war nach der letzten Aufnahmesession. Wollte unbedingt hier Kollege Seppomann mal was anderes killen und hat mich überredet. Ich soll auch mal was anderes nehmen. Ich hab doch nicht gesagt, du sollst dich komplett scheiße killen. Nein, du sagst, ich soll was anderes nehmen und alles andere ist komplett gesagt. Gäsig. Ich hab nur gesagt, du sollst den einen Skill rausnehmen, dass mir Deathtrap das Schild auffüllt, weil der Unfug ist. Aber ja. Das war auch schon alles, was ich gesagt habe. Ich hab nicht gesagt, du sollst dich komplett nutzlos killen. Ja, keine Ahnung. Das habe ich ganz sicher nicht gesagt. Was ein Stress. Ja. Aber die gehen echt gut weg mit Korrosion. Ja, irgendwie leben die aber trotzdem gefühlt ewig. Und ich bin tot. Also, warum? Ja, keine Ahnung, gefühlt sterbe ich ja mit der Skillung fünfmal mehr als. Trotzdem danke. Ach so, ja, du stehst wieder. Bei mir. Das ist gerade ganz komisch, wir müssen sowieso mal nach dem Part hier mal, muss ich dir nochmal neu joinen, weil du wieder diesen komischen Glitch hast, dass du mehr fliegst als alles andere. Soll ich mal hier das Ding kaputt machen? Ach, irgendwas greift mich hier an. Ja, hier ist die Königin. Ja, wie dieser Knecht. Furchtbar. Der ist resistent gegen meinen Nahkampfschaden gewesen, irgendwie. Scheint tatsächlich so, dass man die jetzt mit ihrer Schwäche bekämpfen muss gleich. Ja, ist ja rein theoretisch auch keine schlechte Idee, wenn man denn die Waffen dazu hätte. Ja, das ist das Problem eben. Manchmal kriegt man richtig coole Waffen und dann kann die leider nicht benutzen. Okay. Ich frage mich... Ja. Ja, da kommt wahrscheinlich ein riesen dicker Boss. Wir können, glaube ich, hier... Ich glaube, wir müssen wieder da rein. Da gab es ja noch diesen einen Raum, wo ich gesagt habe, dass dann... Nee, ach, das ist da hinten. Oder? Irgendwo ist es weiter... Oh, da liegt eine grüne Waffe. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ich muss mal ein paar Sachen... Ich bin schon wieder komplett voll. Alter! Was, Alter? Ist sie gut? Sag ich glaube, sie macht mehr Schaden als meine. Nee, meine macht... Nee, hä? Das Ding ist aber cool. Willst du das haben? Ja. Ach, Mann, ich kann dir gleich meine alte geben. Als ob ich deinen alten Scheiß will. Ich wollte das Ding. Nein. Doch. Wir gehen übrigens in die falsche Richtung, glaube ich. Hä? Ne, wir gehen in die richtige Richtung. Passt schon. Ja, wir müssen da jetzt so rum rüber. Ja. Rum rüber und rumrühren. Ja. Da konnte ich gar nicht hochhüpfen. Hier haben wir ja schon alles getötet, das heißt, da kommt wahrscheinlich dann gleich nur irgendwie ein Boss oder sowas. Sowas in der Art. Skin, Job, Job, Shop. Was? Okay. Komm her zu mir, mein Zornmagnet. Ich hab gerade irgendjemanden gehört. Ach, da. Sag mal, da hast du neue Sprachemotes bekommen? Keine Ahnung. Du sagst heute in den beiden Teilen komplett andere Sachen, als du sonst gesagt hast. Wundert mich ein wenig. Keine Ahnung, kann gut sein. Es gab, wie gesagt... gab irgendwie einen Bugfix, vielleicht haben sie da neue Sachen eingefügt. Keine Ahnung, ob ich mich hier retten kann. Vielleicht. Du hast den gekillt, na toll. Mach mich mal, heb mich mal auf. Ja. Läuft. Oh, läuft nicht. Hä? Achso, ich habe ja wieder zu viel mit dem PlayStation-Controller gedrückt, gespielt, deswegen falsche Taste gedrückt. Alter, die ist aber auch nicht schlecht. Die ist ja noch besser. Zack. Gibt ja eine Waffe hier nach der anderen. Ja, wir müssen uns dann gleich mal hier so taktisch beraten und so. Und dann, du musst mir einfach die guten Waffen geben. Ja, so sieht taktisch beraten aus. Ja, ich mach mich mal in Super Badass. Du musst groß denken. Groß. Ich hoffe, dass hier auch... Ja, komplett neue Emotes. Also das, was du die ganze Zeit hier von dir gibst, habe ich vorher noch nie gehört. Vielleicht, weil du nie zuhörst. Ja, witzig. Ah, schön. Okay. Der lebt immer noch. Ach Gott, Alter.
die Hölle auf Erden. Ja, ich mach. Warum hast du den auch schon wieder gepult? Keine Ahnung, ich dachte, das ist eine schlaue Idee. Ja, nein. Der überlebt aber auch ultra lange, Alter, der da. Trefft den auch gar nicht so wirklich. Ja, irgendwie nicht. Ah, okay, jetzt aber. Nein, es fällt auf mich drauf und ist nicht. Ich bin tot. Alter. Achso, vielleicht soll ich nicht mit der Säurewaffe auf den schießen, ha? Kriegst du irgendwann tot? Ich weiß nicht. Kann ich ja natürlich genau auch jetzt wieder weg. Warte mal, neben dir ist ein Skorpion. Mach was? Den mal, ich hab den schon. Hä? Neben dir? Ich sehe neben mir nichts, weil ich hier. Ah, da. Irgendwie hier mitten in der Säure liege und schon wieder tot bin. Ja, jetzt muss ich mich wieder selber ressen. Na toll. Den krieg ich, glaube ich, nicht mehr. Das wird schwer. Ach, Mann, ey. Ah, doof. Ich habe auch nicht mehr viele Schüsse. Ich bin, glaube ich, gleich tot. Nein, ich lebe. Nice. Aber du kriegst mich nicht mehr. Nee, dich kann ich nicht mehr ressen. Ach, die Viecher sind echt hochgradig nervig. Ja, ein bisschen. Keine Ahnung, ich habe nicht so große Probleme eigentlich gegen die. Ich bin eigentlich nur gestorben, weil ich dich ressen wollte. Ah, du bist hier direkt neben mir. Ja. Das ist doch super. Respawn. Das hat Vieh auch noch nie gesagt. Keine Ahnung. Ich habe noch nicht so wirklich drauf geachtet. Also wirklich was Neues mir noch nicht aufgefallen. Aber vielleicht haben die da tatsächlich was getweakt. Kann ja sein. Ach Mann, Alter. Ja, und es war ja im Gespräch, ob jetzt vielleicht noch ein weiteres Add-on kommt, aber dann haben sie ja schon relativ schnell gesagt, einen zweiten Season Pass machen sie auf keinen Fall. Ja, aber noch ein DLC soll kommen, oder? War im Gespräch. Also was ich gehört habe, ist, dass noch mindestens ein DLC kommen soll und vielleicht sogar noch ein neuer Charakter. Also Borderlands 2, wenn man sich mal anguckt in den Steam-Statistiken, ist es noch immer ziemlich weit oben vertreten. Meistens so unter den Top 10, glaube ich. Oder unter den Top 20 zumindest. Der meistgespielten Spiele. Deswegen würde es Sinn machen, wenn die da noch was raushauen würden. Also, ach Mann, ich habe meinen Skill zu früh gezündet. Dann bin ich natürlich sofort tot. Naja, hier reste ich mal. Hack mal auf jeden Fall weiter ein. Mach ich. Ach Mann, ey. Das muss ich dich nochmal retten? Keine Laube. Ich habe auch keine Raketenwerfer-Munition mehr, leider. Ich muss mal echt mal warten, bis mein Action-Skill wieder ready ist, sonst kann ich halt gar nichts machen. Hey, was hat mich denn jetzt gekillt? Ach, da ist noch einer. Wo kommt der denn her? Von links, keine Ahnung. Ich muss warten, bis mein Action-Skill ready ist, dann kann ich hier was reißen. Ja, du sollst nicht reißen, du sollst ressen. Ja, kann ich so nicht, weil die mich sonst einfach töten und dann wir wieder beide tot sind. Okay, jetzt. Alter, was? Der hat mich trotzdem einfach niedergeburstet innerhalb von einer Sekunde. Ja, schön. Ich töte mal den Badass Wilder, wenn ich es schaffe. Na, mit der Waffe sicher nicht. Der Raketenwerfer habe ich keine. Ja, nee, bin tot. Ach Mann, das war schon wieder kacke gerade. Ja, wir sollten mal, keine Ahnung, nicht sterben. Was hältst du denn davon? Elites-Kack. Ich hab auch nur super wenig Geld gerade. Ach Mann, jetzt müssen wir noch diesen blöden Schalter da drücken. Es wäre schön gewesen, wenn die Quest jetzt vorbei gewesen wäre und sich Sled wieder auf nützlich skillen hätte können. Das wäre echt gut gewesen jetzt. Ja, jetzt kommt hier schon wieder so ein Blitzemoppet, Mann. Alter, der hat mich einmal getroffen und mich fast getötet damit. Was ist denn mit dem kaputt, Alter? Ich weiß es nicht, der ist völlig übertrieben. Okay, ja, ich konnte ihn nicht. Und der hat meinen Deathstrap kaputt gemacht. Ja, der macht einfach, keine Ahnung, der zieht mir fast mein komplettes Leben ab mit einer Kack-Attacke. Du hast gerade gesagt, Badass im Anrücken, das hast du doch voll, glaube ich, auch noch nie gesagt. Ja, ich habe gerufen, Vorsicht, Badass. Kann gut sein, dass das neue Dinger sind. Komisch. Ja, mach mal auf die Buchse. Mach mal auf die Buchse. Komische Granate, alles komisch. Ich bin eh voll, deswegen whatever, ne? Ich müsste unbedingt mal einen Verkaufsapparat
um was zu verkaufen. Ja, Save Point. Also besser gesagt hier, ne? Ist da ein Teleporter? Keine Ahnung, warte mal. Erstmal muss ich hier... Benötigt Psycho. Ich habe hier einen Mod für dich. Ich geh mal hier in die Richtung und schmeiß mal hier unten dorthin. Ja, mach mal. Wie schmeiß ich denn hin? Keine Ahnung. Da und da. Ich wollte eh mal irgendwas rauswerfen. Guck mal hier, das kannst du haben. Das hab ich eh schon. Das habe ich schon. Den Skin. Ja, dann nimm's, verkauf's, was weiß ich. Achso, warte mal. Das hast du mir hingeworfen? Ja, den habe ich auch schon. Ich kann's ja gerade nicht verkaufen. Ich würde gerne, aber naja. Konntest du meinen Skin wenigstens benutzen? Ja. Ja, so bin ich zu dir und keine Ahnung. Ich rede nur Unfug. So, ist jetzt hier ein super Mega-Bosskampf? Weiß ich nicht. Schild, das ist aber nicht so geil, glaube ich. Okay, gucken wir doch mal. Hier ist ein Hebel. Ich hebel mal. Ja, dann ist hier Bosskampf jetzt. Da wird's rauskommen. Was, Alter? Ich habe auf den Kopf geschossen, das nimmt keinen Schaden. Oh, es kommen aber auch noch andere, kleinere Mopeds. Ja, auf den Kopf schießen kann man nicht schon mal. Das habe ich schon mal rausgefunden. Ja, wir sollten erstmal die Ads machen und dann ihn... Ja, was? Ja, keine Ahnung. Das gab schon mal einen Kampf, wo du gesagt hast, wir sollen nicht die Ads machen. Und dann ging der Kampf 10 Stunden und wir sind 100 Mal gestorben, falls du dich erinnerst. Ja, gefühlt kann man das mal machen. Alter, geh weg. Was will das von mir? Keine Ahnung, es beißt mich. Ach, das Geschütz oben kann man auch separat von dem machen, ne? Der Hyperion-Geschütz. Okay. Ja, also, hab ich mal gemacht. Brauchst du einen Rest? Ne, ich lebe schon wieder. Okay. Alter, ich würde gerne mal... Alter, lauf doch mal! Wieso kann ich nicht rennen? Ah, jetzt geht's wieder. Komisch. Keine Ahnung, warum du nicht rennen kannst. Brauchst du Hilfe? Ne, ich denke mal, ich kann hier irgendwo die kleinen Mopeds machen, die du gerade machst. Ja, wir haben uns doch geeinigt, die Ads zuerst zu machen. Ich bin so ein Troll manchmal. Okay. Ich versuche mal auf den da zu holzen jetzt. Keine Ahnung. Das Viehschaden nimmt er irgendwie nicht von mir. Ach Mann, ey, ich habe es leider verkackt. Ich habe doch zu viel Schaden genommen davon. Ich glaube, ist hier noch irgendwas Kleines? Rest dich. Mach mal. Wo ist er eigentlich? Okay. Ja, ich glaube, den kriege ich. Nice. Ja, ich hatte meinen super Badass-Modus-Skill und dann ist der halt eigentlich auch nur ein weiteres Opfer. Das habe ich auch schon, das Mod. Was? Ja, ich guck mich mal hier eben um. Da liegt noch ein Mod hier unten, das ist übrigens eine dicke Kiste wieder. Ich guck mal. Shotgun. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Gut. Ja, hier hinten, hallo. Ja, da ist nicht so gut, das Zeug. Was für ein jämmerlicher Bösewicht sie sind. Mein Gott, Mann, zeigen sie doch mal Rückgrat. Schleudern sie uns sarkastische Verhöhnungen entgegen oder sowas. Was? Nein! Gerade hat der Kammerjäger einen Haufen meiner Leute gekillt und jetzt ruiniert er meinen Plan. Ich sterbe vor Angst. Der Gegner ist nicht sonderlich heldenhaft irgendwie. Ach ja, schön. Oh, das war ironisch. Glaube ich nicht. Wo war denn die Hütte? Das war da, wo Deathstrap war, ne? Ich glaube, wir müssen hier komplett zurück. Ich guck mal. Da hinten ist eine Hütte, ja. Ach, da hinten ist... ach, guck mal, es gibt... Das sind hier ein Zweitausgang. Wir haben quasi einen Rundgang gemacht. Ich möchte mal da links hingucken. Da sieht so aus, als ob es da irgendwie eine dicke Kiste geben könnte oder so. Also zumindest sehe ich hier so normale Dinger. Munitionssachen und so. Ich gehe mal weiter. Mach mal. Hier kommen noch Elite-Dings.
Und Bums. Das Dings. Ja, ja, und Bums. Dann mach, wenn da Dings kommen, dann mach doch du mal Bums. Ja, der geht aber echt gut down, also weiß ich nicht. Mittlerweile läuft's ja eigentlich wieder ganz gut. Keine Ahnung, warum wir da. Es gibt so ein paar Gegner, die einfach richtig krass sind und das muss man, glaube ich, auch erstmal rausfinden. Ja, Mann, Ja, wobei, ich guck dir mal an, wie lange ich hier auf diesem kleinen Moped rumbolze und es stirbt einfach nicht. Wobei, kann natürlich auch sein, dass es von vorne vielleicht gepanzert ist, ich weiß es nicht. Ja, du benutzt halt wahrscheinlich nicht die richtigen Waffen dafür. Was hast du denn gerade für eine Waffe für den benutzt? Ja, gar keine. Also ich habe keine Säurewaffe. Naja, dann weißt du ja, was das Problem ist. Wir müssen uns, glaube ich, echt mal so ein bisschen spezialisieren. Ja, dann soll das Spiel mir halt mal ein paar Säurewaffen droppen. Ja, aber die haben meistens nicht so einen krassen Schaden. Wie viel macht denn das? Nimm uns, das kann man aber gut verkaufen. Es gibt viel Geld. Nehme ich mit. Nimm ich alles mit. Ah, hier ist schon mal wieder Verkaufsbudenkasten. Ja, sehr, sehr gut, weil ich echt voll bin. Bis zum Anschlag quasi. Okay. Ach, das sollte vielleicht... keine Ahnung, das kann weg. Ich habe so viele Sachen. Das ist immer das Nervige. Man muss die Sachen dann auch noch verkaufen. Und dann denkt man immer, ach, vielleicht ist das doch nicht so schlecht. Und dann will man es behalten. Ich verkaufe mal den lila Raketenwerfer, glaube ich. Der 43.000 gemacht hat, den brauche ich nicht mehr. Hat mir gute Dienste geleistet. So, ich habe, glaube ich, ein neues Schild gefunden. Das kann weg. Ach, das kann so viel Zeug weg. Ich habe ein neues Schild, glaube ich, gefunden, das besser war als meins. Und ich habe hier eine Granate, die macht 10.000 mal 6 Schaden. So, ich droppe dir jetzt mal die Waffe, die du gerade haben wolltest. Da ist sie jetzt, bitteschön. Ja, Moment. Wie viel macht denn deine Transfusionsgranate? Willst du die noch benutzen? Nee, ne, nee, oder? Also wenn ich da was finde, was einigermaßen gut ist, hier diese Schrapnell-Drehkreisel-Ding oder was weiß ich, sowas in der Richtung, das würde ich halt nehmen. Ich muss die aber erstmal ausprobieren, ob die geil ist. Die schießt einigermaßen schnell, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, ich muss noch, achso, ich muss jetzt mal das Schild eben vergleichen, wie viel Leben ich denn noch habe, nachdem ich das Schild benutzt habe. Weil ich habe ein Schild, das gibt mir ein bisschen weniger Leben, glaube ich. Wie gibt mir denn mein jetziges Schild? Das gibt mir 2400 Leben und das Schild gibt mir 2300. Hat aber 8000 Schild und das hat nur 4000 Schild. Dann ist, glaube ich, eindeutig, welches ich nehme. Achso, und das gibt mir auch weniger Elementarresistenz, aber das ist, glaube ich, Wurst. Achso, mein jetziges Schild gibt mir 60% Elementarresistenz. Das ist echt schwer, ey. Welches nehme ich denn da? Ich glaube, das hier. Naja, ich hebe aber das alte auf. Ich werde es aufheben und die anderen zwei Schilde können weg. Okay. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Interessant. Was? Was ist hier so an... Ich will auch mal gucken. Das blaue Schild ist, glaube ich, cool. Das blaue ist auf jeden Fall besser als das. Das nehme ich mir, kaufe ich mir mal. Okay. Achso, wie viel Geld habe ich denn jetzt? 61.000. Ja, ich muss einfach mehr Sachen verkaufen. Ich habe, glaube ich, einfach komplett aufgehört zu verkaufen. Ach, und ja, hier ist übrigens auch so ein Port-Moped, ne? Ja, das blaue Schild, das ich gerade hier gekauft habe, ist, glaube ich, besser als das lila Schild und als das andere Schild zusammen. Dann werde ich das jetzt hier benutzen. Und die anderen beiden einfach verkaufen. Ja, ich würde sagen, ich gucke auch gerade mal so auf die Uhr. Wir könnten mal hier einen Cut machen, dann porten wir uns nämlich mal ganz kurz irgendwo hin und umskillen und so. Können wir machen. Ich verkaufe jetzt die anderen beiden. Gut, bis dahin. Und tschüss.